Das Buch der Tiere. Max spielte mit seinem Kaninchen, als sein Kindermädchen, Fräulein Thea, rief: Max, der Präsident und der Kanzler wollen dich sprechen. Max ging ins Wohnzimmer, wo zwei würdige Herren warteten. Majestät, sagte der Kanzler zu Max, wie Sie wissen, sind Sie Thronerbe. Ihre Untertanen haben endlich das Geld für eine Krone zusammen, so dass Sie jetzt König sind. Als König kann ich doch machen, was ich will, oder? Fragte Max. Schon, aber erst müssen Sie gekrönt werden. Und sie führten Max zu einer mit 6 Pferden bespannten Kutsche. In der Kutsche musste Max sich und sein Kaninchen mehrmals kneifen, um zu sehen, ob er nicht träumte. Aber die Glocken läuteten und die Menge jubelte: Es lebe Max, unser kleiner König! So kam es, dass Max noch am selben Nachmittag gekrönt wurde. Nach all den Feierlichkeiten war er ziemlich erschöpft. Außerdem wollten alle Leute ihm die Hand küssen. Max war froh, als er zum Spielen in den Palast gehen konnte. Fräulein Thea wartete schon mit Kaffee und Kuchen auf ihn. Max langte mit königlichem Appetit zu. So, und jetzt werde ich mich mal in der königlichen Bibliothek umsehen, sagte er dann und nahm sein Kaninchen mit. In der Bibliothek traf er den Präsidenten und den Kanzler. So viele Bücher, staunte Max. Die werde ich alle lesen. Lieber nicht, Majestät, sagte der Kanzler. Der alte König hat viel gelesen und wurde etwas sonderbar. Die Leute nannten ihn den Hexer. Tatsächlich? Aber das kann ich doch haben, fragte Max und nahm sich das Buch der Tiere. Nein, besser nicht, Majestät, antwortete der Kanzler. Aber Max hatte das Buch schon aufgeschlagen. Auf der ersten Seite war ein Schmetterling abgebildet, der ganz echt aussah. Ah, wie schön, staunte Max. Kaum hatte er gesprochen, da flog der Schmetterling auch schon davon. Als Max umblätterte, sah er auf der nächsten Seite einen leuchtend bunten Vogel. Er betrachtete ihn genau. Da plötzlich breitete der Vogel seine Flügel aus und flog aus dem Fenster. Majestät, sagte der Präsident, ich muss darauf bestehen, dass Sie diese Bücher nicht mehr anrühren. Und er stellte das Buch der Tiere ganz oben aufs Regal. Max schmollte und lief aus der Bibliothek. Er konnte die ganze Nacht lang nicht schlafen, da er immer an das Buch denken musste. Schließlich weckte er Fräulein Thea. Du musst mir helfen, Thea. Ich brauche unbedingt ein Buch, das ganz oben im Regal steht. Fräulein Thea schaute etwas skeptisch, holte aber eine Leiter und gab Max das Buch der Tiere. Max lief damit in den Garten und schlug eine Seite auf der eine ganz merkwürdige Zeichnung war. Ein riesengroßes, rothäutiges Wesen saß unter einer Palme. Unter dem Bild stand Drache. Plötzlich schoss der Drache aus dem Buch heraus, hoch in die Luft. Aus seinen Nüstern dampfte es. Er breitete seine riesigen Flügel weit aus und flog über Felder und Wälder hinweg aufs Gebirge zu. Max sah ihm entsetzt nach. Er hatte ein gefährliches Ungeheuer losgelassen. Was soll mein Volk von mir denken? Schluchzte er. Ich
bin erst einen Tag König und schon passiert mir sowas.